Ey, keine Angst, ich bin's doch nur, der Weihnachtszorn. Und weil es gerade so schön weihnachtlich ist, backen wir heute Plätzchen. Liebe Kinder, und schon ist es wieder soweit. Die Weihnachtszeit ist da. Tom kocht es heute sozusagen eher ein Tom backt. Denn ich will euch heute so ziemlich das einfachste Weihnachtsplätzchenrezept der Welt präsentieren. Aber auch ein sehr leckeres. Und für diese leckere Weihnachtsspezialität benötigen wir... Der kommt weg. Mehl. Zucker. Margarine. Scheiße. Eier. Margarine. Bisschen Salz. Backpulver, Vanillinzucker und für das Topping sozusagen Puderzucker, Zitronensaft und bunte Streusel. Ja, das sind aber alle Zutaten im Überblick. Wie ihr seht, gar nicht so viel. Dann wollen wir mal den Teig anrühren. Und wenn ihr lieb seid, dürft ihr auch meinen Sack anrühren. Tja, bevor ich jetzt noch einen Witz über meine Route mache, fangen wir mal lieber an. Ich muss euch nämlich noch ein bisschen Arbeitsmaterial vorstellen. Und zwar brauchen wir so eine Rührschüssel, so ein Mixgerät mit Knethaken, so Nudelholz und eine Küchenwaage. Das kann wirklich nicht schaden, denn anders als beim Kochen ist es beim Backen extrem wichtig, dass man das alles richtig abwiegt und so weiter und so fort. Ne? Ich kann euch so ein Ding empfehlen. Was brauchen wir noch? Ah ja, hier, sowas zum Ausstechen. Hier so ein Tannenbaum und ein Stern, so eine Glocke, so ein Halbmond, so ein Penis. Okay, ich glaube, das soll ein Pilz sein, aber was hat Pilz mit Weihnachten zu tun? Das ist ein Penis. Und ein Penis mit Genitalherpes haben wir auch noch. Dann können wir ja den Teig machen. So, was brauchen wir denn? Ich tue mal erstmal 460 Gramm Mehl da rein. Ja? Hab mir eine Schüssel. Dann 230 Gramm Zucker. Dann ein Teelöffel Backpulver. Eine Packung Vanillinzucker. Und so ein ganz bisschen Salz. So. Gut, das war's mit den pudrigen Bestandteilen. Jetzt nehmen wir als nächstes die etwas flüssigeren. Und zwar erstmal die Margarine. 220 Gramm. Ah, jetzt ist mir ein bisschen Margarine auf den Fuß gefallen. Kid, das ist echt eklig. Also ich muss ja zugeben, backen ist ja nicht so ganz meins, ne? Aber für euch mach ich das wohl mal. So, da rein. Zu guter Letzt die beiden Eier. Und zwar Vollei. Tada! So, und dann nehmt ihr euren Erzbischof hier zur Hand. Ich meine, ups. So, ich glaube, es geht. Yeah! Und jetzt kneten. Lame. Besser. Das kann etwas anstrengend werden, aber stellt euch mal vor, ihr hättet diesen Mixer hier nicht. Das wäre dann noch schlimmer. Freihändig! Meine Herren, es wird immer schwieriger. Ja, auch wenn der Arm irgendwann lahm wird, so ein paar Minütchen sollte man das schon betreiben hier. Und zwar so lange, bis der Teig so seine krümelige Konsistenz etwas verliert. Oh. Ich weiß ja nicht, ob ihr als Kinder auch so gerne Teig genascht habt. Ich habe das sehr gern getan. Okay, dieser Teig ist kein Highlight. Aber er wird besser, wenn wir den erstmal in den Backofen haben. Vorher müssen wir das ganze Ding aber ausrollen. Und das ist eine scheiß Arbeit. Doch, da muss der Weihnachtstorf sich erstmal hier die Ärmel hochkrempeln. Ah, der Teig ist fast noch ein bisschen klebrig, merke ich gerade. Also wenn das so ist, ne, dass das so an euren Händen kleben bleibt, ja, längere Zeit, dann kann man da noch ein bisschen Mehl zumachen. Oh, ich fange schon wieder an zu improvisieren. Das sollte man beim Backen lieber nicht machen, oder? So, nochmal mit dem Händchen so durch.
Ob das jetzt mit den angegebenen Mengen fest genug wird hier, das hängt wahrscheinlich auch von der Sorte des Mehls ab oder sonstiges. Ja, das müsst ihr irgendwie selber ausprobieren. So, besser. Und an dieser Stelle würde ich euch Folgendes raten. Und zwar, dass ihr diesen ganzen Klumpen, das ist ja schon ein Riesenteil, einfach mal hier so in die Hände nehmt. Da so eine Art Zylinder von formt, ja, und dann so karatemäßig in der Mitte eine kleine Teilung vornehmt. Die Hälfte davon verarbeiten wir jetzt, ja, weil es sonst einfach viel zu viel wird. Und die andere Hälfte, die hält sich ein paar Tage im Zellophanpapier im Kühlschrank. So quasi. So. Ach ja, hätte ich fast vergessen. Das Ding, was wir verarbeiten wollen, muss auch erstmal kurz in den Kühlschrank, ja? Ungefähr für eine Stunde, damit es schön kalt wird. Einfach liebevoll reinlegen. So, und ich ziehe mir jetzt das Kostüm aus. Ja, der Klops ist kalt, dann können wir anfangen. Erstmal müssen wir die Arbeitsfläche so ein bisschen mit Mehl bestreuen, damit da nichts dran bappt. Dann das Teil ausgepackt und... Hä? Also irgendwas hat da gefehlt. Nochmal. Besser. Gut, ich drück das mal ein bisschen an hier. Tu dann hier auch nochmal ein bisschen Mehl ran. Und nehme mein Nudelholz. In dem Fall ist das eigentlich Nudelplastik von Tupper. Aber da macht man Wasser rein und dann wird das ganz schwer. Also so richtig schwer. So, dass man das hier ganz locker ausrollen kann. Ja, Chaos Baking. Wie ihr seht, der Teig ist lange noch nicht fest genug. Also da muss noch eine ganze Menge Mehl rein. Und das muss ich jetzt zur Strafe mit den Händen machen, weil ich nicht lieb war. Da muss sogar noch eine ganze Menge Mehl rauf. So. Also ich habe echt keine Ahnung, was jetzt an den Angaben falsch war oder was ich da falsch gemacht habe. Letztes Jahr hat es noch genau so geklappt. Aber so ist das mit dem Backen. Ich hasse Backen. Boah. So, Alter, jetzt reicht's auch langsam. Ich werde das jetzt nochmal teilen, weil es immer noch ganz schön viel ist. Und dann rollen. Na, wenigstens backt es nicht am Nudelholz fest. Na, fast nicht. So, mit ein bisschen Geduld kriegt man das schon hin. Und wenn das Ganze ungefähr so dünn ist, können wir mit dem Ausstechen beginnen. Auflegen, andrücken, wackeln. Tada! So, das machen wir jetzt so ökonomisch wie möglich hier, so den ganzen Teig lang. Noch ein paar Penisse. Ungefähr so sollte es aussehen. Ich habe da schon mal ein Backblech vorbereitet. Und da werde ich das jetzt so vorsichtig wie möglich rauflegen. So. Irgendwie sieht das mehr aus wie ein Seestern, ich weiß nicht. An dieser Arbeit könnt ihr schon gut sehen, dass es sehr wichtig ist, den Teig etwas fester zu bekommen, weil sonst könntet ihr das hier überhaupt nicht machen. Das würde euch überall dran kleben bleiben und das ist echt scheiße. So, das erste Blech wäre fertig. Okay, es würden noch ein paar mehr Kekse drauf passen, aber naja. Schließlich haben wir hier noch ein bisschen Teig übrig. Der wird natürlich nicht weggeschmissen, sondern zusammengeknetet und nochmal genauso ausgerollt und ausgestochen. Das überspringen wir jetzt mal eben. So, so soll es aussehen. Da machen wir mal den Ofen an. Ja, lass uns ein ganz bisschen vorheizen. Das reicht. Und dann tun wir das auf mittlere Schiene, so ungefähr bei 170 Grad. Erstmal für 12 Minuten da rein. Wirklich erstmal nicht länger, weil die Dinger verbrennen super schnell. Das sollten wir wirklich im Auge behalten. Deswegen stellen wir uns jetzt mal die Eieruhr. Ah. Ah. Ja, bisschen dunkel geworden. Ach, seht ihr? Und so lernen wir daraus. Vielleicht solltet ihr nach 10 Minuten schon nachgucken. Ich glaube, der Ofen war auch ein bisschen zu heiß eingestellt. Ist schwierig mit so einem Gasofen, gebe ich zu. Jetzt lassen wir das erstmal ein bisschen abkühlen und dann kommt das Finish. Natürlich könnt ihr während des Abkühlens auch schon die nächsten Plätzchen vorbereiten. Also ich persönlich liebe ja meine Plätzchen mit Zuckerguss und den stellen wir jetzt erstmal her. Dazu brauchen wir einen Pinsel und einen Löffel. Und eine Schüssel natürlich. Erstmal tun wir viel, viel Puderzucker in so eine Schüssel rein. So. Ich bin der König der... Oh, lass das lieber. Dann kommen wir zum Zitronensaft. Ihr könnt natürlich auch frisch gepressten Zitronensaft nehmen, dann wird das ganze Ding ein bisschen milder. Ich mag das allerdings eigentlich ganz gerne, wenn das so ein bisschen saurer ist. So, erstmal ein bisschen rein damit.
und dann umrühren. Und das ideale Verhältnis von Puderzucker zu Zitronensaft ist eigentlich ganz schön groß. Also das heißt, ihr braucht sehr, sehr viel Puderzucker für sehr wenig Zitronensaft. Ich habe das hier vollkommen überdosiert mit dem Zitronensaft leider. Das heißt, dass wir dann noch ganz viel Puderzucker reintun müssen. Wie ihr seht, ne? Also es war mehr als die Hälfte der Schüssel voll mit Puderzucker. Und das bisschen Zitronensaft hat ausgereicht, um das ganze Zeug in eine Suppe zu verwandeln. Das wollen wir ja nicht. Also noch mehr von dem Zeug rein. Schön andrücken, damit sich das Ganze auch so ein bisschen glatt ziehen lässt, wie man so schön sagt. Ihr solltet die Schüssel und den Löffel nicht schonen. Und noch mehr Puderzucker rein. Also inzwischen ist die Hälfte, na, mehr als die Hälfte der Packung schon drin. Also weit über 125 Gramm. Aber je nachdem, wie viel Plätzchen ihr jetzt backen möchtet, braucht ihr das auch. So, das dürfte glatt gezogen sein. Die Konsistenz sollte ungefähr so sein. Die Kekse dürften inzwischen abgekühlt genug sein. Und jetzt kommt der Pinsel zum Einsatz. So, großzügig darauf verstreichen. Je nachdem, wie dick ihr es möchtet, ne? Also ich mag's echt mächtig dick. Noch ein paar Streusel drüber. Fertig. Na gut, so ein bisschen kann wohl noch. So. Plätzchen! Tja, liebe Backfreunde, ich probiere jetzt mal so ein Plätzchen hier. Echt lecker. Wie der wohl schmeckt. Und da wir mit vollem Mund ja nicht sprechen sollen, komme ich jetzt auch schnell zum Ende. Wünsche euch noch ein wunderschönes Weihnachtsfest und rutscht dann irgendwann gut rein. Wir sehen uns das nächste Mal bei Tom Band. Kocht. Tschüss. Ho, ho, ho!